Abgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Herzlich willkommen zum vierten Teil Akku-Regeneration. Für den einen oder anderen ist das vielleicht noch ein Thema, der sich überhaupt die Frage stellt, ob man Akku regenerieren kann oder nicht. Explizit jetzt mal Bleiakkus. Ja, die Antwort gilt auch für Lithium-Eisenphosphat. Mittlerweile kriegen wir die auch zum Teil wieder hin. Nicht so krass wie die Staplerzellen, aber da geht auch was, ne? Auch wenn euch alle sagen, das geht nicht. Und zwar deswegen will ich eigentlich nur grob klären, dass es möglich ist. Ich zeige euch jetzt einfach zum Beispiel hier staplerbatterien.de. Da haben wir hier schon mal auffälligerweise Gebrauchtbatterien. Und wenn wir jetzt ganz runter scrollen, Moment. Regenerierung von Staplerbatterien. Schnell, flexibel, deutschlandweit. Ne, zur Regeneration. Die bieten hier also direkt an, euren Stapler-Akku zu regenerieren. Und für viele, die ja dann sagen, das lohnt sich doch nicht und etc. Ja, der Profi hier, der Stapler-Warin.de, die sagen, das lohnt sich, die kalkulieren und irgendwie funktioniert das bei dir. Ich habe da noch eine zweite Seite rausgesucht. Den Rest habt ihr in den anderen Videos schon drin. Da habe ich schon einige Seiten rausgesucht. Wie gesagt, Links sind in der Beschreibung. Und zwar das Video Lithium-Eisenphosphat-Betrug mit falschen Angaben, ihr seht es ja hier. Hier war ich jetzt auch auf derselben Seite, auf der wir hier gerade waren. Und in dem Video habe ich noch mehrere Seiten gezeigt und so. Also wenn ihr noch mehrere Beispiele haben wollt, geht da hier nochmal rein. Um grundlegend erstmal zu klären, ne, Firmen bieten das an, mehrere. Das ist nicht nur eine Firma. Da kriegt ihr die Batterien regeneriert und das ist auch definitiv möglich. Dann war auf meinem Kanal nur mal Re-EMF als Suchbegriff eingegeben. Also nur mal so grob, was jetzt den Re-EMF von Regenerieren betrifft. Ich habe da noch mehr dazu gemacht. Die Highlights blende ich euch jetzt gleich mal ein, beziehungsweise die gucken wir jetzt mal grob zusammen durch. Und ihr seht schon, hier sind noch ein paar nicht veröffentlichte. Das sind die Re-Uploads von meinem Hack, die kommen noch in Zukunft. So, als erstes würde ich euch empfehlen, da könnt ihr euch viele andere Videos sparen. Also wer jetzt immer noch Zweifel hat, ob man eine Batterie regenerieren kann oder nicht. Ich habe damals, um das rauszufinden, den Re-EMF-Test ins Leben gerufen. Ja, das war hier damals das Einladungsvideo, vor einem Jahr sogar. Der Re-EMF-Test ist mittlerweile abgeschlossen und ich habe da noch eine Playlist hier. Das seht ihr auch hier, da ist das letzte Video hier, Ladegeräte-Revolution, das ist quasi die Auswertung von diesem Test, der hier jetzt schon ein Stückchen her ist. Und in dem Test hier seht ihr auf jeden Fall definitiv eine Batterie regenerieren kann, was eben nochmal die Aussage oder was ihr gesehen habt, bestätigt, dass auch Firmen das schon anbieten für Staplerbatterien. Geht natürlich auch mit Autobatterien, ne? Wie gesagt, auch mit Lithium-Eisenphosphat. So, für jeden, der das dann selber machen will, ich mache jetzt erstmal Werbung in eigener Sache, ne? Hier Re-EMF Charger, also das Titel ist Batterie Refresher Do It Yourself Re-EMF Charger Action for Free. Das sind eine Bauanleitung von dem Re-EMF Charger. Damit müsst ihr es auf jeden Fall hinkriegen, den euch selber zu bauen. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch anwenden. Da habe ich auch ein kleines Beispiel, beziehungsweise auch nochmal auf PV bezogen. Und zwar der MPPD versus Re-EMF Charger. Da habe ich eben gezeigt, dass ja ein Re-EMF durchaus auch als Laderegler in Verwendung kommen kann und wesentlich besser ist wie ein Laderegler. Dann habe ich noch ein paar kleine Tipps gemacht. Wie regeneriert man eine Batterie Re-EMF Charger bei René? Das könntet ihr euch auch mal reinziehen. Hier haben wir nochmal eine Re-EMF-Version von meinem E-Auto. Da habe ich mit dem E-Auto Nickel-Cadmium-Zellen regeneriert. Beziehungsweise die Staffel läuft noch, sage ich jetzt mal. Das geht auch bald weiter. Aber wenn euch das interessiert, ihr das auch mal in Anwendung sehen wollt, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. So, ihr habt es gleich überstanden. Re-EMF-Charger-Version Action-Free bei René Re-Upload nach Heck. Da habt ihr auch nochmal einen kleinen Aufbau, ihr seht es hier, das kann man auch mit Hausmitteln zu Hause selber bauen, ne? Da muss man ja ohne Löten, einfach mit Lüsterklemme, ne? Ihr könnt natürlich auch löten, geht natürlich auch, aber es geht ziemlich einfach. Wenn ihr da nicht so habt, sucht mal, es gibt mittlerweile auch ein paar Re-EMFs online zu kaufen, beziehungsweise zumindest mal ein paar Bausätze. So, und hier geht es dann schon ans Eingemachte, also der vom E-Auto, der Akku, das stehen wieder hingekriegt habt, das sind keine Ahnung, 3000 Euro oder so. Sag mal 2.000, 3.000 Euro, Pi mal Daumen. Bei dem Video hier Gabelstapler, Akku regenerieren. Ja, so ein Stapler-Akku, ihr habt es ja gesehen, jetzt die Kosten haben wir ja schon gemacht. Ne? Ja, ja, so ein Ding kostet 1.000 Euro. Wobei ich muss dazu sagen, den ich habe, der hat mal mehr wie 1.000 Euro gekostet, ne? Weil das sind ja 300 Ampere-Stunden-Zellen. Und ja, so eine 300 Ampere-Stunden-Zelle, die kostet einfach mal geschmeidige, ich will nicht lügen, ich glaube 150 Euro, wenn man die einzeln kaufen würde. Ne? Ich habe mir 12 Stück, kann man sagen, nicht ganz 12, sagen wir mal 10 regeneriert, mal 150 Euro.
ja, ne, also damit kann man durchaus auch den ein oder anderen Euro sparen. So, ich habe jetzt gedacht, wir machen nochmal zusammen mit Lene Suche. Falls ihr jetzt keinen Bock habt auf meine Videos, dass ihr einfach mal eingebt Re-EMF, beziehungsweise wenn ihr das Englischen mächtig sind, Re-EMF Charger, dann findet ihr doch dann noch die englischen Videos. Wir bleiben jetzt mal bei Re-EMF. Ja, moin. Die zwei Videos, die ich euch gerade empfohlen habe. YouTube, danke. Ja, gar nicht mal so verkehrt, YouTube, ne? Okay, als zweites, sag ich mal, kommt jetzt hier schon der Roy. Also, wie ihr seht, ne, bin ja auch eine kleine Conny Färfer auf dem Gebiet. Grüße gehen raus. Und wir haben als zweiten, der genannt wird, hier schon mal Roy Kontosch. Grüße, das Bastler-Kollege von mir. Oder von uns, besser gesagt. Ne? Und ja, könnt auf jeden Fall bei Roy, könnt ihr auch mal reinschauen, auf jeden Fall. Der hat auch einige Re-EMFs gebaut. Auch wieder ein bisschen anders wie wir. Ne? Nicht zum Beispiel, ja genau, schaut auf jeden Fall beim René, beim Roy mal rein. Einfach gezeigt, er hat jetzt zum Beispiel hier, wie ihr seht, eine fertige Spule genommen, braucht ihr nicht wickeln. Ja, was ich auch noch weiß, als viertes kommt dann schon der Jörg. Grüße gehen raus. Auch, ich bin Abonnent von ihm und er war oder ist Zuschauer von mir, weiß ich jetzt nicht. Jörg, wenn du noch da bist, hau mal Hashtag Liebe in Chat. Mein Guter. Das Ergebnis vom Re-EMF, ich bin selten sprachlos. Also Jörg war einer, weiß ich sagen, dass er dagegen war oder so. Aber ich glaube, er war schon ein bisschen ein Zweifler an der Re-EMF-Geschichte und hat es dann doch mal ausprobiert. Und pfeift also das Video rein, Leute. Absolut Bombe. Also den hat es echt vom Stuhl gehauen. So, hier haben wir dann den EMC4U2. René, mein Schatzi, viele liebe Grüße in die Niederlande. Ja, das ist der Erfinder vom Re-EMF. Das ist tatsächlich das erste Video vom Re-EMF. Da kommt auch dieser Schaltplan hierher, den ich auch immer verwende, wo der noch unten steht, bei René. Ich habe mit René auch Kontakt aufgenommen irgendwann. Glücklicherweise, ich weiß gar nicht mehr, wie das geklappt hat. Keine Ahnung, ich glaube über den Segelrohrbob oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, mit René habe ich guten Kontakt, ne, und ja, Grüße gehen wie gesagt raus. Ja, dann kommt noch mal ein Video von mir, dann kommt natürlich schon der Sailor Bob und jetzt ist es aber komisch hier, jetzt kommen schon Nutzer haben auch angesehen. Ich dachte, jetzt kommen noch mal mehr Videos und zwar das Segelohren Bob hier, Tor Segelohren Bob. Der hat auch einen erheblichen Anteil an der Re-EMF Arbeit geleistet. Das ist schon wieder meine Hackfresse. Mache das ganze Internet unsicher. Ja, gut, jetzt kommen wieder ein paar Videos mehr. Ja, genau, gut, hier kommt der Segelohren Bob. Sehr gut, YouTube. Ich habe jetzt schon gedacht, Alter. Gibt natürlich noch viele, viele mehr. Ich vermute jetzt auch mal, dass diese Suche hier vielleicht von mir beeinflusst ist, von meinem Suchverhalten. Aber die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Weiter kommt jetzt hier nichts in dem Falle, aber keine Ahnung, ist Markus Rönns. Ja, mich wundert es jetzt, dass jetzt hier nur so wenig Videos kommen, ehrlich gesagt. Also ja, keine Ahnung, also das bin ich jetzt ein bisschen verwundert, dass so wenig anzeigen. Ich dachte, jetzt kann man 2, 3 Seiten scrollen. Gut, vielleicht kann man das noch einstellen. Seid mal so lieb, haut mir das mal in die Kommentare, wie man hier auf 2, 3 Seiten sucht, dass er jetzt Re-EMF einfach unendlich weitermachen würde. Ich bin irgendwie gerade zu blöd. Also ihr findet auf jeden Fall von mehreren Leuten Re-EMF-Videos. Ich mache jetzt mal Re-EMF-Charger in der Hoffnung, dass mal noch ein paar andere Namen kommen. Oder sind wir hier die Hähnchen, die da raus? Ja, moin. What the fuck? Na gut, wie gesagt, das kann jetzt an meiner Suche liegen, weil ich eingeloggt bin, blablabla, ist jetzt aber auch egal. Sucht einfach nach Re-EMF Charger, Re-EMF Bleibatterie, was euch einfällt, ne? Oder MPPD, was ich hier eingegeben habe, hier habt ihr es ja, ne? Also da gibt es verschiedene Titel und so. Ansonsten sind das jetzt gerade echt ein bisschen wenig, ne? Also es ist auf jeden Fall möglich, eine Bleibatterie zu regenerieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn ihr jetzt, ich sag jetzt mal, die Regenerationsladeverfahren direkt anwendet, also immer, dann kommt es gar nicht erst zur, also bei der Bleibatterie eben, zu dieser extremen, zu diesem extremen Verschleiß. Ne? Ganz einfach, wer da jetzt noch Zweifel eventuell immer noch hat, baut einen Balancer ein in eure Bleibatterie. Also wenn ihr jetzt so eine Staplerzelle habt, habt ihr ja die Zellen einzeln und dann baut einen Balancer schon mal ein und dann steigt euer Wirkungsgrad ins Unermessliche. Gut, vielen lieben Dank fürs dabei bleiben. Ich empfehle euch, wie gesagt, guckt euch die gesamte Reihe an und dann hoffe ich mal, wir haben einen guten Überblick über alles und wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüssi!